Tja, damit herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life Opposing Force. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf Schießen gedrückt habe, aber gut, dass ich es gemacht habe. Ich bin so froh, die Wand hat es sowas von verdient. Ich glaube, man musste hier hoch. Was höre ich denn da? Oh Mann. War ich gestern so schwer verletzt? Ah, wird schon passen. Rohrzange ist ja angemessener. Dampfig. Ah, macht mir keinen Schaden. Scheint kalter Dampf zu sein. Ja. Oh nein. Die kennen wir noch aus Blue Shift. Ja, immerhin etwas. Macht auch keinen Schaden. Aha. Keine Ahnung, das scheint sehr viel zu bringen. Ach, muss ich ja sogar machen. Ist wieder so ein Bereich, an den ich nicht wirklich Erinnerung habe irgendwie. Ich weiß noch einiges vom Spiel, aber ich weiß halt auch nicht mehr alles. Das ist halt auch über 10 Jahre her. Sollte man, glaube ich, geduckt bleiben. Ne, es war nicht die Stelle, aber es gab eine, da war es so. Was auch immer du mit der Energiezelle wolltest. Licht oder so? Keine Ahnung. Ah, das war es anscheinend nicht. Irgendwas musste ich machen. Einfach nur da rausgekommen. Da haben wir das Ding ja. Sollten wir auch nutzen. Konnte ich nicht wegnehmen, oder? Nee. Oder muss ich hier drüber? Was ist das? Ja. Oh ja, schön. Haben wir das Problem auch geklärt? Das finde ich sehr gut. Jetzt bin ich endlich wieder am Roten. Oder? Nee, über 25 sind dann grün. Ernsthaft? Oh, interessant, das geht sogar noch. Aha. FG ist gleich C2 hoch MM. Daraus die Wurzel aus. Ja, keine Ahnung. Ah, nehmen wir doch das da. Ach, und jetzt muss ich wieder hier. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht mehr, dass das Spiel so voller solcher merkwürdigen Puzzle war. Wisst ihr, was ich im echten Leben gemacht hätte? Granate hinlegen, Tür offen. Granate hier hinlegen, das da weg. Granate hier hinlegen, das offen. Es gibt ja Red Faction zum Beispiel. Da kann man tatsächlich Probleme, wirklich, die kannst du so lösen. Jetzt geh raus, Katze, wenn du. Du wolltest raus, jetzt gehst du raus. Ich will nicht das Gebrumme von diesen Scheiß.
Fliegern hier drinnen haben im Let's Play. Dem habe ich gezeigt. Sonst geht's dir gut, oder? Also er ist sehr stark mit seiner Forschung beschäftigt. Er notiert sich immer noch Sachen. Ah, hier war das, wo man die zerstören konnte. Irgendwie strange. Es bringt nichts, aber kann man. Das könnte man, glaube ich, hier öffnen. Das weckt doch Hoffnung. Handabdrücke. Sieht ziemlich böse aus. Als die Kämpfe begannen, habe ich mich hier versteckt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da oben überlebt hat. Schön. Übrigens, wir werden hier nicht erschossen, wenn wir... wir haben nicht verloren, wenn wir jetzt jemanden umbringen. So. Damit ist der Strom hier erstmal weg hier hinten. Der Strom war dann eigentlich immer ausgeschaltet. Interessant. Ich glaube, die haben wirklich einiges verändert, entweder bewusst oder unbewusst. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Martin, Ruhe jetzt. Wir haben hier Soldaten. Überprüft eure Zone. Wir haben sie hier verschanzt. Corporal Shepard, wir sind auch zurückgelassen worden. Wir haben jetzt Ihre Position. Treten Sie von der Wartungstür zurück. Wir sprengen Sie auf. Oh, man braucht das doch. Man hört die Soldaten aber auch. Oh ja, viel besser. Mann, ist das schön, noch jemanden in Uni. Da scheint jemand ganz schön Scheiße gebaut zu haben. Sieht so aus, als hätten sich die Lametta-Träger ein bisschen überschätzt. Ach, zum Geier mit Freeman. Bringen wir uns lieber selbst in Sicherheit. Alles klar, Corporal? Die Situation sieht ziemlich böse aus. Hat jemand den Rest von meinem Cartoon gesehen? Ach, hier sind sie reingekommen. Na klar, so produzieren wir mehr Schrott. Den Spruch hatte ich schon ganz vergessen, aber der ist geil. Zu Befehl. Aufschweißen, bitte. Aufklärungsteam, melden. Gehen Sie etwas zurück, Corporal. Heißt das, ihr standet da die ganze Zeit hinter dieser Mauer, bis ihr mich gehört habt? Toll, ihr seid sehr produktive Soldaten, also. Ich hätte mir ein bisschen mehr Luxus gegönnt als das. Das Problem von denen ist, die gehen halt direkt, die sind direkt in der Schussbahn, wenn jemand was dahinter ist. Mitkommen. Genau, Corporal, ich bin direkt dahinter. Ja. Gebiet sichern, los, los! Das Problem mit der Wegfindung, ich merke schon. Ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Ja, aber ich will dich gern mitnehmen. Okay, das Schöne an dem mit der Schrotflinte ist, die Handgranaten. Der kann ja nicht durch. Okay, ich werde das Gebiet sichern. Ganz klar. Toll. Den konnte man früher mitnehmen. Gebiet gesichert. Ende. Na, ja, wegen. Ne. Eine Magnum unter Feuer. Hat jemand den Rest von meinem Platoon gesehen? Kann ich mich noch ganz gut erinnern. Boah, du miese Sau. Wow! Diese Linie sehen, Koppel?
Ja. Also dann los, Leute. Okay, könntest du die Tür da hinten aufschweißen? Mir geht's nicht so gut. Ich würde mich freuen über ein bisschen Hilfe. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Lex will raus hier. Kannst du es aufschweißen? Ich bring sie in 0,6 hier durch. Ich kann mich an die Stelle nicht erinnern. Ich glaube aber, da geht's wahrscheinlich nicht weiter. Würde mich gar nicht wundern, wenn da ein Dead End ist. Vielleicht ist dahinter entweder haufenweise Gegner oder das Ding ist einfach kaputt gegangen. Also dahinter der Tunnel. Übrigens toll, Notausgangstüren müssen immer offen sein und die ist verschlossen. Dürfen nicht verstellt werden und gar nichts, aber die ist zu. Roger, alles klar. Sofort. Komm mit. Komm mit. Geht doch. Kannst du die öffnen? Die muss ja auch öffnen können. Was zur... Einmal. Ich bleib hier und warte auf weitere Befehle. Raus jetzt, Corporal. Ich hatte zwar nur Mannschaftsrang, aber ich bin dir über vorgesetzt. Ob du es schaffst oder nicht, ich muss jetzt alle umbringen. Was zur Hölle? Ah! Merken wir uns mal. Es Reardon. Jones. Ah. Miese Sau. Was soll bin ich hier? Ah. Da war irgendwo ein Torpedowerfer. Nee. Oh, ich habe keine Granaten mehr gehabt. Die Torpedowerfer sind halt echt scheiße an so einer Stelle. Bleibt denn der? Die Situation sieht ziemlich böse aus. Das hat gut geklappt. Der hat sich überlebt. Du könntest mir auch helfen. Mir geht's nicht mehr so gut. Sandy wäre mir gerade lieber. Wachdienst, hä? Erwischt! Ja, du glitschst dich hier lieber ein bisschen fest, oder? Roger, alles klar. Ah. Der will nicht weitergehen. Die sind halt echt gemeine Gegner.
Das hier merken wir uns mal. Diese Vorstellung. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Okay. Der hat sich echt da unten festgepackt, das ist scheiße. Oh nein, die Pflanze ist zerstört worden. Die ist jetzt tot. Freeman. Ich hab ihn, ich kann heimgehen. Na, spätestens hier hätte ich ihn eh nicht mehr mitnehmen können. Aber vorher wäre er doch ein nützlicher Geselle gewesen. Roger, alles klar. Die Sachen, die die Regierung verbockt hat, standen aber nicht in meinem Vertrag. Im Vertrag bei der Army steht aber, dass du alles machen sollst, was die sagen. Wenn es heißt, du sollst gegen Aliens kämpfen, kämpfst du gegen Aliens. Gebiet gesichert, Ende. Die erwischen mich hier. In die Luft jagen können. Ging immer noch. So übel. Die ist einfach nur so unglaublich stark. Was muss ich denn hier machen? Ich bleibe voll Sachen zerstören. Uiuiui. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Noch ein MG-Granaten. Das ist wichtig. Man muss hier alles zerstören. Black Mesa darf nicht überleben. Na gut. Deshalb habe ich nicht wirklich Angst. Mayday, Mayday, hört mich jemand? Hier ist Tango Charlie 409, werden angegriffen. Wiederhole. Black Ops sind in die Basis gekommen und haben das Feuer auf uns eröffnet. Bitte sofort Verstärkung schicken. Ende. Ja. Black Ops. Gehören nicht zu uns. Sind unglaublich coole Gegner. Aber auch nervig. Ich weiß nicht, wo es da unten hingeht. Falle ich da einfach noch zurück? Jep, hier war ich vorhin. Black Ops werde ich euch zeigen. Black Ops haben nichts mit den Soldateneinheiten zu tun, die anscheinend wirklich Soldaten sind. Oder es ist einfach im Deutschen dazu gemacht worden.
Hey, Soldat! Oh, ein freundliches Ach, das ist die Stelle. Shepard, was zum Teufel machen Sie da unten? Also, wir müssen weg hier und zum Ausgangspunkt beim Lambda-Sektor. Mit ein bisschen Glück erwischen wir Freeman auf dem Weg dahin. Das Transitsystem sollte uns eigentlich hinbringen. Aber die Türen sind absolut zu. Verdammt, wo sind die verdammten Pioniere, wenn man die mal braucht? Ich weiß wo. Heil mich erstmal. Gar nicht so einfach, sie in einigermaßen guter Verfassung zu halten. Ich habe ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Ich dachte, du sagst, es ist ein übles Gefühl, was diese Sache angeht. Das finde ich gut, wenn du mich heilst. Der darf nicht sterben. Also ich soll das die positiv. Lambda-Kern. Wichtige Stelle. Komm her. Also ich bleib erstmal hier. Hier ging's, glaube ich, nirgendwo durch. Da kann man rein. Da sind aber Autogeschütze drin. Man muss nämlich hier durch. Warum müssen wir immer die Drecksarbeit machen, mit der die Idioten von mir keine Ahnung fertig werden? Ich will nur das Päckchen hier abliefern und wieder verschwinden. Ausgerechnet jetzt muss ich den. Ja, früher oder später finden die Soldaten hier die Wahrheit heraus. Wenn wir hier lebendig rauskommen, gebe ich euch eine Runde Bier aus. Quatsch! Wegkommen! Kleine Scheißkerle! Die sehen dich, wenn du Pech hast, hier auch. Das hier ist die Grundausbildung des reinsten Damenpicknicks. Ja, du hast einen Freund in die Luft gejagt. Wer zögert, stirbt. Ich glaube, man konnte die Rakete auch in die Luft jagen. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Ach genau, hier ist man nicht durchgekommen. Man konnte nur so durch. Für Sachen, die die Regierung verbockt hat, standen aber nicht in meinem Vertrag. Sobald ihr den Sensor berührt oder das Ding angreift, wird's aktiv. Ausgerechnet, ja. Die Sensoren könnt ihr nicht zerstören. Ja komm! Ihr dürft nicht den Fehler machen, dass ihr zuerst diese Tür da hinten öffnet. Das war ein unser Freund auf jeden Fall. Das war auch noch einer mit einer speziellen Waffe. Ich hab die Black Ops jetzt richtig zerlegt, aber die sind... Gerade weil die extrem schnell sind und rumspringen können, sehr geil. Komm her! Hilf ihm, sonst stirbt er. Keine Angst, Soldat. Ich hab sie in 0, nix wieder auf den Beinen. Wenn ihr es nämlich öffnet und erst dann ihn holt, schafft ihr es meistens nicht. Shepard, Sie sind... Danke, Doc. Corporal! Ich glaub, ich schaff's nicht. Ich brauch einen Sunny. Ich hab ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Ich hab ein übles Gefühl, was eure Stimmen angeht. Ja. Erwischt! Überprüft eure Zone. Okay, ich werde das Gebiet sichern. Du kommst mit. Ich kann dich eh nicht retten. Ich hab's oft genug versucht. Er braucht schon einen Schlüsseldienst, was, Shepard? Das Problem ist, dass er direkt reinstürmt. Erstmal ein Bier trinken, der Einsatz ist stressig. Wenn er nicht reinrennen würde, wäre es nur halb so schlimm für ihn. Dann wird er nämlich eintreten und zur Seite. Das könnte ihm,
So macht zumindest SWAT und Polizeieinsatzteams Eintreter zur Seite, weil... Weil es einfach nur doof ist, direkt reinzustürmen. Oh, hat mich sogar noch erwischt. Also ich soll raus jetzt, Corporal! Okay. Hat jemand den Rest von meinem Platoon gesehen? Yeah! Mann, ist das schön, noch jemanden in Uniform. Corporal, was ist hier los? Niemand hat uns was über Black Ops erzählt. Ja, ich dachte, wir wären alle im selben Team, oder? Naja, ich weiß nicht genau, was die Jungs für einen Auftrag haben, aber wir müssen in Bewegung bleiben. Irgendwo auf diesen Schienen muss doch ein Wagen sein. Die gesamte Operation ist außer Kontrolle. Roger, alles klar. Nochmal Black Ops. Hat jemand eine Ahnung, wer hier die Leitung hat? Offenbar ich bin Corporal, ich weiß nicht, was ihr für Ränge habt. Ruhe jetzt! Er hat eine spezielle Waffe, er hat ein schweres Maschinengewehr. Ziemlich geile Waffe. Wenn er stirbt, kann ich die Waffe haben. Wir sehen übrigens genauso aus wie er gerade. Den habe ich irgendwie nie mitgekriegt, zumindest gefühlt. Wachdienst, hä? Sofort! Hier mach ich mal alle mit. Na klar, so produzieren wir mehr Schrott. Zu Befehl! Ja, das ist das Problem von Black Ops. Die können sich unsichtbar machen. Schießt der auf mich? Fuck. Seht ihr das? Das sind Black Ops. Die tarnen sich nämlich einfach, die Schweine. Gebiet sichern, los, los! Ihr callt noch, oder? Ich bleib hier und warte auf weitere Befehle. Ganz klar. Machen Sie fertig! Shit! Ich bin mir nicht mal sicher, ob das die waren oder meine Freunde. Haben wir schon mal? Auf Granaten zu werfen, Mensch! Ist der Sani tot? Also, die sehen ganz anders aus als die, die wir gerade gesehen haben. Ja, jetzt habe ich ein ernstes Problem. Diesmal habe ich es aber irgendwie verloren, weil es sind die bei mir alle draufgegangen war. So, die Frage ist nur. Ach, hier muss man ihn genau. Gerade diese Fähigkeit, dass die überall hochspringen können und die ganzen Sachen. Ich hätte dich zurücklassen sollen. Bis hatte ich dafür zu kämpfen da. Ich renne aber hoch und hole das Leben. Das ist es mir wert. Aber Black Ops sind die größte, also eigentlich die größte Plage, die es überhaupt gibt in dem Spiel, glaube ich. Die teilen ordentlich aus, die können ganz gut einstecken und sie werden unsichtbar. Das ist nicht viel, der Sunny hätte mehr für mich gehabt. Ich hätte ihn zurücklassen sollen, aber jetzt lebe ich einfach mal mit dem Fehler. Sieht ziemlich böse aus. Ach wirklich? Herr
Der andere bleibt. Man sich echt leicht verlaufen. Positiv. Na, folge mir. Ich kann nicht beide gebrauchen. Seid ihr bescheuert? Weiter so! Nee, nicht so! Das war nicht viel. Ja, immerhin etwas. Manchmal lässt er seine Waffe auch nicht fallen. Ach nee, du hast die. Aber es kann trotzdem passieren, dass er die Waffe einfach nicht fallen lässt. Hab ich sie erwischt? Gegen das hier ist die Grundausbildung. Ui! Wie viel sind denn das? Viel Spaß! Schieß doch mal, du Idiot! Also ich bleib erstmal hier. Nix wie raus hier. Wow. Haben die Probleme mit lauten Geräuschen, kann das sein? Oh. Weil sie sich dann immer zusammenkauern. Oh, na, ist auch erwischt. Nein, das war der letzte, schätze ich mal. Die verstecken sich echt gut. Genau, Corporal, ich bin direkt dahinter. Wenn wir hier lebendig rauskommen, gebe ich euch alle eine Runde Bier auf. Das ist, ich wusste, also das sind wirklich erstaunlich viele, muss ich sagen. Das ging schnell diesmal. Ich bin mir manchmal nicht mal sicher, ob meine eigene mich erschießen. So produzieren wir mehr Schrott. Ja, vor allem mich. Ihr seid nicht wirklich eine Hilfe, wenn ich ehrlich bin. Warum ich? Da stehen zwei Soldaten vor dir, die schießen das doch nicht!
Prüft eure Zone. Warum sind die so scheiße schnell? Sie sind unglaublich cool, aber sie sind unglaublich nervig. Wenn du wenig leben hast. Aufklärungsteam, melden. Warum seid ihr so nutzlos? Du Blödmann. Ganz nach meinem Geschmack. Ich glaube, da ist einer gestorben. Hinter dir, du Arsch! Du machst das schon. Will noch jemand eine Ladung? Okay, ich werde das Gebiet sichern. Ja, pass mal ein bisschen auf mich auf. Das ist ja wohl das allerletzte. Also sicher, nicht zu tief gehen. Ja, danke.